überlegt, ich mache mal ein YouTube-Video für euch, in dem ihr mal meine Stimme hört und mich auch mal seht und keine Ahnung. Ich will euch vielleicht mal ein bisschen über meine Inspirationsquellen, über meine Lieblingsläden, über meine Lieblingseinkaufsstätte und all sowas erzähle. Weil mir ist aufgefallen, dass unter meinen Instagram-Bildern schon mal gefragt wird, wo meine Sachen gerade her sind und wo ich das eingekauft habe und so. Und dann dachte ich mir, mache ich doch einfach mal ein Video dazu, weil vielleicht interessiert es euch ja. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Und ihr gebt mir einen Daumen hoch. Dann fange ich jetzt mal an. Also als erstes möchte ich euch erzählen, wo ich meine Inspiration so herhole, meine tägliche Dosis. An allererster Stelle mit Riesenabstand ist natürlich Instagram, weil da verbringe ich wirklich viel Zeit. Dann hat man ja so seine favorisierten Seiten, denen man schon folgt und da kann man dann mal so drauf gucken und sich Inspiration holen. Screenshot ist auch immer schnell gemacht. Und jetzt neuerdings gibt es ja auch diese Entdeckerseite, wo man so lange runterscrollen kann, bis der Daumen wehtut. Wenn mir da ein Bild gefällt, klicke ich da drauf, gucke mir den Account an und manchmal habe ich Glück und das ist richtig cool. Aber ich finde, das ist eine riesen Inspirationsquelle und da kann man auch echt coole Ideen sammeln. Und manchmal fehlt ja auch einfach nur so ein, ach ja stimmt, so kann man es eigentlich machen. Und ja, deswegen ist Instagram echt so meine größte Inspirationsquelle. Irgendwie traurig. Also ich reise ja auch relativ viel und fahre deswegen auch auf Zug oder sitze im Flugzeug und da hat man ja auch immer echt viel Zeit totzuschlagen. Und weil ich nicht so viele Bücher lesen kann und will, kaufe ich mir auch immer gerne mal so Zeitschriften, Magazine und was ich total cool finde, ist zum Beispiel Grazia und dann habe ich da mal vielleicht gerade ein paar gekauft. Und wollte euch das mal zeigen, zum Beispiel hier. Ich markiere mir das natürlich immer ganz toll mit Pfeilen und Sternchen und Herzen und schönen Eselsohren. Oder hier zum Beispiel Overknees, gerade super im Trend und dann auch noch cool mit dem Mantel und so. Also finde ich echt cool. Ja, ich finde, da kann man echt gut auch mal Inspirationen sammeln. Nicht nur Klatsch und Tratsch lesen, sondern auch was für die eigene Mode tun. Was ich auch noch cool finde und wo man auch noch echt eigentlich ganz cool Ideen sammeln kann, sind zum Beispiel Online-Shops. Ich habe mir letztens so eine Hose da bestellt bei Mango und dann kam die nach Hause geliefert, ich habe die angezogen und dachte so, ja, eigentlich ist die ganz cool, aber was kann ich dazu anziehen? Und dann bin ich einfach wieder zu Mango zurück auf den Online-Shop gegangen und habe dann geguckt, warum ich diese Hose jetzt eigentlich bestellt habe. Und dann kam es mir halt direkt wieder in den Sinn, so, ah ja, cool, klar, also so kann man die ja kombinieren. Das ist eigentlich auch mal ein ganz cooler Tipp. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr es sowieso schon, aber ASOS, Topshop, Zara, H&M oder wo auch immer ihr bestellt, falls ihr irgendwie mal vergessen solltet, warum ihr das Teil jetzt gerade bestellt habt und wie man es kombinieren kann, geht einfach nochmal zurück auf die Seite und guckt, wie es da kombiniert war. Was natürlich auch eine coole Inspirationsquelle ist, ist YouTube. zum Beispiel How I Style Videos. Ich gucke sie total gerne und wenn ich gerade mal irgendwie einen Durchhänger habe und nicht weiß, wie man zum Beispiel Overknees, mein letztes Video, stylen kann oder irgendwas anderes, gebe ich das halt einfach bei YouTube ein, How I Style, welche Videos ich zum Beispiel auch total süß und cool finde, sind die von der Xenia. Kann ich euch auch gleich unten mal verlinken. Nein, ich kriege dafür kein Geld, dass ich sie gerade erwähne. Aber ich finde sie super süß. Also diese Videos finde ich auf jeden Fall auch echt cool. Und ja, Daumen hoch. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar zu meinen Lieblingsläden und wo ich am liebsten einkaufen gehe. Ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, gehe ich gerne zum Mango. Mango finde ich eigentlich ganz cool, aber ihr wisst ja bestimmt auch selber, was es bei Mango so gibt. Zara finde ich natürlich auch voll cool, weil alleine schon, wenn man in Zara reingeht, ja, manchmal ist es halt ein bisschen wütig, aber ich finde, die haben richtig schöne Sachen. Die sind zwar ein bisschen teurer als H&M, wo ich auch gerne hingehe, und da gibt es im Moment so viele schöne Mäntel und ja, also Zara, Mango, H&M, wirklich gehe ich gerne rein. Aber was vielleicht auch so ein kleiner Tipp für euch ist und wo ich richtig gerne hingehe und reingehe, sind zum Beispiel Flohmärkte und Secondhand-Läden. Flohmärkte sind vielleicht jetzt im Moment die falsche Jahreszeit, macht auch nicht so wirklich Spaß. Aber da kann man wirklich auch nicht nur Klamotten, aber vielleicht auch mal irgendwas für euer Zimmer oder so. Das sind super schöne Sachen. Auch manchmal hat man einfach mega Glück und da findet man ein Teil, das man schon Ewigkeiten sucht und sind super Schnäppchen. Und Secondhand-Läden sind, finde ich, auch echt eine coole Alternative. Ich habe da zum Beispiel auch einen echt coolen Mantel gefunden. Das ist fast mein Lieblingsmantel. Der hat auch eine richtig gute Qualität und
kann ich nur weiterempfehlen, mal auf Flohmärkte zu gehen oder in Secondhand-Laden. Vielleicht habt ihr ja einen in der Nähe und ihr wusstet es gar nicht. Einfach mal Google fragen. Und ja, keine Ahnung. Man lernt sogar auch neue Leute kennen. Und wenn man nichts findet, aber ich finde, es macht halt einfach Spaß. Kommen wir jetzt zu den Lieblingsstädten. Also ich gehe am liebsten nach Düsseldorf oder nach Köln. Das ist von mir am nächsten und ich mag es total gerne. Düsseldorf, Schadowstraße, ja, Königsallee. Und ja, Köln, ich mag total gerne das Belgische Viertel oder die Ehrenstraße, finde ich super schön. Ja, ich kann euch vielleicht mal ein paar Läden unten rein verlinken. Was ich aber auch echt cool finde, ist zum Beispiel Hamburg oder Berlin. Hamburg hat eine super schöne Innenstadt und da bin ich auch total gerne, haben alle Läden. Da gibt es zum Beispiel auch Monkey. Oh, ich mag Monkey so gerne, gibt es bei mir leider nicht. Und Berlin, klar, Berlin. Im Sommer auch super coole Flohmärkte, Secondhand-Läden gibt es da ja en masse. Und finde ich auch echt cool. Man kann, egal in welche Straße gehen, man findet immer irgendwas, irgendeinen Laden, irgendeine Inspiration und oh, Berlin ist super cool. Und was ich richtig, richtig cool finde, wo ich auch super gerne nochmal hin will, ist London. Ich mag London total gerne und freue mich auch total, wenn ich das nächste Mal wieder hin kann. Hat halt natürlich auch eine super Einkaufsstraße, zum Beispiel Oxford Circus oder Oxford Street. Regent Street ist, glaube ich, die da. Oder Regent, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega cool. Gibt es auch Victoria's Secret und Urban Outfitters und Topshop und alles ist da. Super cool. London. I love it. Zum Schluss habe ich mir gedacht, ich kann euch vielleicht auch ein bisschen von meinen Vorbildern erzählen, von meinen Inspirationen. Wen ich super doll bewundere, ist zum Beispiel Chiara Ferragni. Das ist eine super geile Bloggerin und macht das, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten. Und ich meine, sie ist mittlerweile so weit, sie hat 3,1 Millionen Follower auf Instagram, glaube ich. Und die wurde jetzt zum Beispiel Victoria's Secret Show eingeladen und durfte Backstage dabei sein. Ich finde es echt super bewundernswert, dass man aus einem Modeblog sowas Krasses schaffen kann. The Blonde Salad ist es. Instagram habe ich auch eine, der ich folge. Die ist echt super cool. Die nennt sich The Oat Pursuit. Hat, glaube ich, auch über 200.000 Follower. Und habe ich letztens erst gefunden. Mega geiler Style. Also geile Fotos, geiler Style. Wenn ich auch cool finde, ist, wie vorhin habe ich ja schon von ihr erzählt, ist die Xenia. Finde ich mega cool, ich finde sie super sympathisch. Ich liebe ihre Videos und ihre Instagram-Seite ist auch echt voll schön. Prominente habe ich natürlich auch ein paar Vorbilder, die ich halt vom Style her gerne mag. Ist zum Beispiel Kylie Jenner. Ich finde, für ihr Alter hat sie einen echten geilen Style. Also, ja, ihre Lippen sind halt mittlerweile vielleicht ein bisschen extrem geworden, aber man muss ja auch irgendwie auffallen, ne? Ja, Rihanna. Klar, Rihanna, mein Gott, mega geil. Wie oft sie ihren Style, ihre Haare, ihr Make-up, keine Ahnung, was ändert. Also, ich war super traurig, als ihre Instagram-Seite gesperrt wurde, weil ich ihre Bilder einfach mega geil finde. Bin total froh, dass es sie jetzt da wieder gibt. So, das war's dann leider auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen und vielleicht wollt ihr demnächst noch ein paar mehr Videos von mir sehen oder ihr habt irgendwelche Wünsche oder Inspirationen oder Vorschläge, was auch immer. Schreibt es runter in die Kommentare. Ich würde mich super über Feedback und alles freuen. Und ja, natürlich freue ich mich auch über jeden Abonnenten oder und über jeden gefällt mir Daumen. Und vielleicht guckt ihr bei mir mal bei Instagram vorbei. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Hoffentlich bis bald. Ciao.